Hallo YouTube, ich möchte heute ein Tabak-Review machen und zwar über den im Einspieler schon gezeigten Kentucky Bird. Der Kentucky Bird ist ein Tabak, der aus roten Virginias, Kentucky und Blütenblättern besteht. Das Raumaroma ist sehr angenehm und das Geschmacks das Geschmacksbild ist auch sehr angenehm. Das Geruchsbild erinnert mich so ein bisschen an so einen Frühlingstag, so einen Spaziergang über so eine Frühlingswiese. Und dieser Duft, der dann auf dieser Wiese kommt, mit den ganzen Frühlingsblühern und so, das erinnert mich daran. Das finde ich ganz schön. Ist ein Tabak, der sich sehr leicht rauchen lässt. Angenehm im Abbrand. Lässt sich sehr leicht stopfen. Was ich dazu sagen muss, noch ist, dass das Pau, dass dieses, diese 50 Gramm Päckchen kostet 7,35 Euro, glaube ich. Ich habe es schon abgemacht. Was ich noch dazu sagen muss, ich habe mir eine neue Pfeife zugelegt. Dieses Exemplar hier. Ich hoffe, man kann es jetzt gut sehen. Sie ist gebürstet. So eine hatte ich vorher noch nicht. Ich habe zwar eine rustizierte und zwei glatte Pfeifen, aber noch keine gebürstete. Das Mundstück finde ich auch sehr sehr originell. Ich glaube, damit fällt man ein klein wenig auf. Ist etwas anderes als immer nur dieses schwarze Mundstück aus Acryl oder Ebonit. Gefiel mir aber sehr gut. Hat mich auch gar nicht so viel gekostet, war relativ preisgünstig bei meinem Tabakhändler zu erstehen. Es ist kein Name, der mir jetzt so im Großen was sagt. Hier drauf steht Molini, made in Italy. Ich habe versucht, etwas rauszufinden über den Hersteller, über denjenigen, der die Pfeife vertreibt oder die Pfeifen vertreibt. Mir ist bis jetzt noch nicht gelungen, diesenjenigen ausfindig zu machen im Internet. Schade eigentlich. Was mir aufgefallen ist beim Einrauchen gestern und heute, ist, dass es keine Einrauchpaste gibt. Also es ist sehr, ja, es gibt halt keine. War ganz komisch beim Einrauchen, weil ja sonst immer so eine Einrauchpaste meistens verwendet wird. Ich fand es aber nicht schlimm. Ab und zu kommt diese Holznote durch, aber ich glaube nach 5, 6, 7, 8 Pfeifen mit normalen Virginia, sage ich mal, denke ich mir, ist das kein Problem und diese Holznote ist raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt versuchen, meine Videos immer mit diesem Einspieler zu machen. Und ja, dann bedanke ich mich schon mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!